Mein Name ist Marco Butmann. Ich bin Vorstand und Inhaber der Butmann Ingenieur Stahlbau AG. Wir sind ein mittelständisches Stahlbauunternehmen mit 38 Mitarbeitern, haben uns spezialisiert auf die Sachen, die ein bisschen besonders sind. Wir sind hier in der Nähe vom Dammtorbahnhof auf dem Vorplatz vom neu gestalteten, revitalisierten Kongresszentrum Hamburg, CCH. Luftlinie entfernt, 200 Meter, ist der Dammtorbahnhof, der auch in den letzten Jahren saniert worden ist. Und hier wurde jetzt ein neuer Hauptzugang zu Planten und Blumen geschaffen von dem großen Vorplatz vom CCH. Planten und Blumen ist ein innerstädtischer, im Herzen Hamburg liegender Park, der angelegt worden ist für die Freizeitgestaltung eigentlich der Bürger. Ja, mein Name ist Boris Bitsch. Ich bin Vorstand und Mitinhaber der Butmann Ingenieur Stahlbau AG. Der Auftrag hier war, eine Wand aus Stahlblechelementen von einer Blechstärke von 8 bis 20 mm. Den Auftrag haben wir von der Firma Klaus Hildebrand GmbH, einem namhaften Gartenlandschaftsbaubetrieb aus Hamburg, erhalten. Ja, die Planung und der Entwurf kam von dem Landschaftsarchitekturbüro Pola aus Berlin. Hier sollte ein markanter Einstiegspunkt, Übergangspunkt vom Kongresszentrum in den Park entstehen, der meiner Meinung nach gut gelungen ist. Und mit dieser Blechkonstruktion, die zum einen schön kantig ist und schön absetzt, ist auch gleich so ein bisschen die Verbindung zu Hamburg und dem Schiffbau geschaffen worden. Bei der Planung war die größte Herausforderung, dass wir hier keine rechten Winkel haben, dass wir keine lotrechten Wände haben. Alles hat andere Neigungen. Wir müssen also diese Blechfläche in einer Kontur hinbekommen, im Planungsbereich schon. Da hat uns natürlich das 3D-Aufmaß zusammen mit der 3D-Konstruktion wertvolle Dienste geleistet. Die Blechtafeln hatten eine Größe von bis zu ca. 1,50 m mal fast 4 Meter. Die Wände haben oben eine Handlaufhalterung ganzlinig bekommen, die im Winkel angesetzt geschweißt werden musste, sodass es korrosionsschutzgerecht ist. Wir haben ja vorher verzinkte Bauteile, das heißt Luftspalte, Kettenmaße funktioniert nicht. Bedeutet wiederum alles voll verschweißt und geputzt, damit wir diese Kanten- und Linienführungen hinbekommen. Mein Name ist Thomas Raube, ich bin Metallbaumeister und Baustellenführer bei der Firma Butmann. Bei der Montage war die größte Herausforderung die Montage der Unterkonstruktion, weil aufgrund der engen Fugenmaße gibt da so gut wie keine Toleranzen, weil wenn die Platten erst eingebaut sind, hat man keine Chance mehr, in der Unterkonstruktion etwas zu verändern. Die Problematik mit dem engen Fugenmaß haben wir gelöst über ein Einmessen über ein 3D-Aufmaßprogramm und ein anschließendes Kontrollmaß auch über ein 3D-Programm, sodass wir die Toleranzen so gering wie möglich halten. Die große Herausforderung bei der Montage ist die verschiedenen Neigungen der Wände, da sie ineinander eingreifen, und das Fugenbild exakt gerade zu halten. Wir haben die normalen Wände hier vor Ort montiert und die Eckanschlüsse wurden von hier eingemessen, als Muster gebaut und dann in die Endfertigung gegeben. Eine besondere Herausforderung, die man jetzt so nicht sehen kann, ist halt die Anfälligkeit von Temperaturausdehnung in diesen Wänden. Also es wird gerechnet und man kann dann sagen, die Platte wird das und das tun. Und das, wenn ich jetzt im Winter einbaue und ich sage, ich habe jetzt ein 5er Fugenmaß, was ich im Sommer haben muss, dann baue ich im Winter halt 8 ein, damit ich im Sommer 5 habe. Weil wenn ich im Winter 5 einbaue, dann habe ich im Sommer vielleicht 0 und dann fangen die Platten an, sich zu bewegen und zu dellen. Bei der Herstellung des Geländers ist das Problem, dass das Geländer parallel zur Wandneigung laufen muss und zusätzlich die Steigung der Treppenstufen aufnehmen muss, was darauf folgt, dass das Geländer zwei verschiedene Neigungen hat. Einmal zur Wand hin und einmal über die Treppenstufenneigung, was also dreidimensional in dem Moment sein wird, was bei der Fertigung ohne vorige Muster sehr schwierig ist. Ganz besonderer Dank geht an die Mitarbeiter, die eine technisch hervorragende Leistung hier erbracht haben, sowohl im Werk als auch in der Montage. Und natürlich ist das TB dabei nicht zu vergessen, denn ohne vernünftige Pläne wäre das nicht machbar gewesen.